Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Wie ihr Fotos, Videos und auch andere Dateien vom iPad bzw. vom iPhone auf einen Windows-Laptop per WLAN übertragen könnt, ohne zusätzliche Software, das zeige ich euch jetzt in dieser Anleitung. So, wenn ihr jetzt Videos oder Fotos von eurem iPad auf euren Windows-PC bzw. Laptop übertragen wollt, dann müsst ihr erstmal noch Einstellungen vornehmen. Die zeige ich euch, da geht es um die Kompatibilität und um die Qualität der Fotos. Ihr geht in die Einstellung rein, scrollt etwas runter, geht erstmal auf Fotos und stellt sicher, dass auf dem Gerät auch die Originale beibehalten werden. Weil ansonsten habt ihr mit ihr nur kleine Vorschaufotos. Das macht natürlich keinen Sinn, die sind dann in niedriger Auflösung. Dann wichtig, bei der Kamera müsst ihr noch prüfen bzw. einstellen, ob die Formate auch die maximale Kompatibilität haben. Weil ansonsten mit diesen Dateiformaten hier bekommt euer Windows-PC oder Computer Probleme. Er braucht schon diese Formate. So, jetzt kommen wir jetzt zur allgemeinen Übertragung dieser Bilder, die wir auf dem Gerät haben. Dafür gehen wir in die Safari-App rein, melden uns hier einmal in Google Drive an mit unseren Zugangsdaten. Dann gehen wir hier in das Menü rein, öffnen Google Drive. Jetzt gehen wir hier auf Neu, sagen Dateien hochladen. Da es hier um Fotos geht, hole ich die aus der Fotomediathek. Ich könnte natürlich auch jetzt ein Foto oder ein Video aufnehmen oder eben andere Dateien auswählen, die ich hier hochladen möchte. Aber wir möchten gleich in den Ordner reinspringen, wo die Fotos abgespeichert sind. Hier können wir jetzt alle Fotos auswählen. Ich will nur das eine Testfoto hier nehmen vom Heizkörper. Wie schön. Sage hinzufügen und schon ist es hier in meiner Cloud von Google hochgeladen. So, dann sind wir hier auf unserem PC. Hier gehen wir auch auf die Google Startseite. Ich habe mich hier schon angemeldet. Ansonsten würde es genauso gehen. Dann gehe ich hier in die Apps rein, gehe auf Google Drive. Und hier habe ich jetzt mein Foto, was eben noch auf dem iPad war, beziehungsweise iPhone. Rechte Maustaste klicken, herunterladen sagen. Und dann kann ich hier schon sehen, es wird heruntergeladen. Kann ich wieder rechte Maustaste machen und in Ordner anzeigen. Und schon sehe ich hier das Foto und kann das Ganze entsprechend öffnen. Ja, ich hoffe, dass diese Anleitung hilfreich war und euch gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.